was denn die Schotten wohl dazu sagen. Whisky made in Südwestfalen. Julian Wellhausen aus Rüthen-Kallenhardt hat sein Hobby längst zum Beruf gemacht und wahrscheinlich werden Whisky-Experten keinen wirklichen Unterschied zu einem Whisky von der britischen Küste herausschmecken. Denn Salzluft haben wir ja auch. Zwar jetzt nicht irgendwo mit Meer und sowas, aber im Gradierwerk in Bad Sassendorf. Hier kommt unser Whisky-Tasting für die Augen. Es sieht aus wie Wasser, ist aber Whisky und soll ein ganz besonderer werden. Wir machen Whisky, weil wir den schottischen Whisky sehr lieben und lieben da ganz besonders die salzhaltigen Whiskys. Und deswegen geht es für diesen Whisky heute noch auf Reisen. 35 Kilometer nach Bad Sassendorf. Hier am Gradierwerk wird Salz gewonnen und das liegt in der Luft, fast wie an der schottischen Küste. Der Whisky wird hier sozusagen in eine Geschmackskur geschickt, aber vorher mit viel Liebe in der Sauerländer Edelbrennerei hergestellt. Julian Wellhausen hat den Betrieb, wie er jetzt ist, vor gut 16 Jahren mit aufgebaut und ist hier der Mann mit dem Geschmack. Malzig, fruchtig, Himbeere. Mmh. Solche Noten kommen da mal rum. Schon lecker. Dabei dürfen nur drei Zutaten in einen Whisky: Wasser, Hefe und Gerste. Es kommt noch ein Karamellmalz und ein Röstmalz hinzu. Aber in welchen Mengenverhältnissen und sowas, das ist natürlich Betriebsgeheimnis, ganz klar. Die geheime Malzmischung kommt zum Gären in diese Riesentanks. Und auch hier muss der Brennmeister rechtzeitig probieren. Süß darf es nicht mehr sein, aber auch nicht sauer. Und was, wenn doch? Dann geht's in Abfluss. Das passiert zum Glück nicht mehr. Gab es aber auch, als die Edelbrennerei noch ein Hobby von Freunden in ihrer Garage war. Da haben sie viel rumprobiert. Inzwischen läuft alles hochprofessionell. Nach 7 Jahren Berufserfahrung durfte Julian sich Brennmeister nennen und bildet jetzt auch Destillateure aus. Er weiß, wo er wie welchen Geschmack herkriegt. Ob du durch den Wald läufst, ob du hier arbeitest, ob du zu Hause irgendwie irgendwas kochst oder sowas. Diese Sensorik musst du aufsammeln, richtig einsaugen und dann hast du auch wirklich irgendwann die Möglichkeiten, diese verschiedenen Geschmackskomponenten, die Aromatiken zu benennen. Zwischen seiner Brennblase und Destillaten kennt Julian inzwischen fast jedes Aroma und weiß auch, was es bedeutet. Ich habe noch eine schöne Malzigkeit, aber es kommt auch so ein ganz leicht seifiger Ton. Das ist für mich Indiz dafür, der Brand ist durch. Ich kriege keine guten Aromen mehr. Deswegen muss ich mal eben schalten. Alle 2 Wochen ist Brennwochenende. Das ist inzwischen reine Routine, ja. Dann läuft die Brennanlage quasi 4 Tage durch. Alles wird ganz genau im Fassbuch vermerkt, auch damit der Brennmeister weiß, was wie lange schon lagert. Viele Schritte vom Feld bis in die Flasche. 100% gleich schmeckt es nie. Und auch in der Verpackstraße ist alles Handarbeit und jede Flasche ein Unikat. Wir sind ja keine Großindustrie, das ist ja Handwerk. So habe ich kleinste Nuancen immer ein bisschen anders, ganz klar. Aber das macht das Ganze auch aus. Und das gilt auch für das Lager in Kallenhardt, eine Scheune nebenan. Das ist unser Fasslager hier. Wir sprechen hier auch relativ leise. Whisky sleeping, quiet please. Und hier passiert noch mal richtig viel mit dem Aroma. Durch die Lagerzeit, ob in Wein, Bier oder Sherryfass und ob der Whisky oben oder unten liegt, entscheidet. Wir haben hier 20 Grad Celsius, hier unten habe ich da oben 25 Grad Celsius. Also habe ich definitiv einen Unterschied in der Lagerungsart und Weise bzw. in der Geschmacksveränderung. Und das bringt uns wieder nach Bad Sassendorf. Hier soll der Whisky auf 7 Meter Höhe lagern, bei Meeresklima im Gradierwerk. Die Sole und Mineralstoffe im Grundwasser verdunsten über den Schwarzdornzweigen und so liegen winzige Salzpartikel in der Luft. Die Idee, damit einen ganz besonderen Whisky zu machen, hat der Leiter des Stadtmarketings von einer Reise mitgebracht. Ich bin total gespannt, freue mich drauf und ich denke natürlich, dass die Salznote, die man auch hier riechen kann und die halt gesund ist auch beim Einatmen, dass man die auch schmecken kann. Also ich denke schon, dass das klappt und bin sehr gespannt und freue mich total drauf. 3 Jahre haben sie geplant. Jetzt im neuen Gradierwerk startet das Whisky-Projekt mit 2 Fässern, aber es sollen mehr werden, wenn es wirklich schmeckt. Wir werden auf jeden Fall so einen leicht salzigen Einfluss definitiv spüren. Das, was man jetzt hier schon so in der Luft merkt,
geht auch auf den Whisky über, ganz klar. Aber wie genau? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Also Siegel drauf und abwarten. Nippen zwischendurch ist leider nicht. 3 Jahre muss ein Whisky reifen, mindestens. Wenn ich das Fassbuch in der Hand habe und sage, guck mal, rein theoretisch könnte dieses Fass reif sein, dann dahin zu gehen und den Korken zu ziehen, das ist so der schönste Moment. Jetzt weiß ich, warum ich Bier trinke. Das dauert nämlich nur 7 Minuten. Aber so